Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Pax. Wir sind hier an dieser, ja, Ruine. Weiß ich nicht, kann man trotzdem Ruine nennen. Es ist halt verbrannt hier. Und die sind ganz viele Necker, aber hier ist gar kein Fragezeichen. Ich habe eigentlich erwartet, hier mindestens ein... Ah, ich sehe nichts. Hier mindestens ein weiterführendes... Ein weiterführendes Quest. Oh. Ja, ich sehe nichts. Ist echt ein schlechter Ort zum Kämpfen. Ah, hat sich eingebuddelt. Stimmt, die können sich eingraben und wieder raum dann wieder raus. Nur halt an einer ganz anderen Stelle, das hat gar nichts gebracht. Ja, wie ich schon mal letztes Mal sagte, es ist ein bisschen merkwürdig, dass hier kein Fragezeichen ist und kein Neckernest, wo die alle herkommen. Ach klar, die droppen wohl generell Mutagene, dann sollten wir hier mal alles einsammeln. Weil aus den kleinen Mutagenen können wir dann ja auch größere bauen. Da ist noch einer, aber ich glaube, das ist dann wirklich endlich mal der letzte. Die haben auf jeden Fall auch gar keinen Bock auf Feuer. Da oben ist noch einer. Hä? Ist hier doch irgendwo ein Nest? Hier ist doch weit und breit kein Fragezeichen. Also da oben, aber von da oben kommen sie doch niemals. Meine Herren. Oh, da ist noch einer. Ich raste. Das gibt's doch nicht. Kann ich mich hier mal in Ruhe umschauen? Ist das erlaubt? Wir haben jetzt zwar eine Leiche und Asche, aber... Ich hätte echt schwören können, dass es hier ein weiterführendes Quest gibt, aber hier haben wir nur diese Ruinen. Ganz viele Necker, die sich hier vielleicht angezogen fühlen von, weiß ich nicht, Verbrennungen. Dann werden wir natürlich auch direkt mal zu dem anderen Fragezeichen nachgehen. Oh, hier sind ja ganz, ganz viele Ruinen. Oh, hier sind ja noch... Oh, 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 oh! Was ist denn hier los? Ach so, vielleicht Krieg? Das könnte natürlich sein, dass das vom Krieg ist, dass hier irgendwie... Kriegsschauplätze... Noch ein Neckar, ja. Die fühlen sich wahrscheinlich von Tod einfach angezogen, wie viele andere auch. Aber das sind halt dann auch meistens Nekrophagen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es hier Krieg gab, deswegen gibt es hier auch die, ja, hier war ein Krieg, alles klar. Hier war wahrscheinlich eine Frontlinie und aus diesem Grunde, da haben wir ein Wasservibe oder ähnliches. Das ist auf jeden Fall wieder ein Nekrophag. Ja, hier war eine Frontlinie und deswegen diese verbrannten Dinger, wahrscheinlich Flammenpfeile oder irgend so ein Dreck, oder sie haben dann einfach wütend, nachdem der Kampf, Sumpfschrulle Level 15. Nachdem der Kampf vorbei war, der Krieg, haben sie dann einfach... Ja, ich würde hier gerne mal... Oh mein Gott, schön, wie ich sie nicht angreifen kann, weil ich hier nicht drüber kommen. Oh, der Kampf läuft bisher richtig dumm. Oh, er wird immer dümmer. Oh, ich treffe ja gar nicht. So, jetzt müssen wir aber doch mal auf den Absurd wechseln, weil wir sind fast tot und ich will jetzt eigentlich nicht wieder sterben. Oh, die hat mich genau in dem Moment mit dem blöden Ding getroffen, was sie geworfen hat. Unfassbar. Definitiv machbarer Kampf, ein etwas schwierigerer Gegner, Level 15. Und wir hatten direkt am Anfang mehrmals Pech, dass wir in günstigen Situationen nicht an sie rangekommen sind und sie dadurch nicht getroffen haben. Weil wenn sie brennt, bekommt man mindestens 3 einfache Schwertschläge durch. Und dann nimmt sie den Schaden von den Verbrennungen plus noch die
Schwertschläge. Wir hätten auch mit einer Bombe einsteigen können, aber daran habe ich nicht gedacht. Samum. Nee, damit glaube ich nicht. Und ich glaube, danach haben wir dann auch langsam wieder unsere alchemistischen Verbrauchsgegenstände verbraucht und können dann. Oh, ich dachte jetzt für eine Sekunde, der Spiel stürzt wieder ab. Meine Herren. Verbrauchsgegenstände verbraucht und können dann auch langsam mal wieder rasten. Kartätsche. Ja, ich glaube, Feuer ist ziemlich heftig gegen die, deswegen nehmen wir mal den tanzenden Stern. Hatte ich den Rest schon eingesetzt? Nee, wir haben das Öl. Hä, haben wir. Doch, wir haben das Öl doch draufgeknallt. Nee, haben wir nicht. Okay. Oh, das hat uns aber schon wieder gut getroffen, ey. Schön, wir haben nicht mit. Ah, sie greift zweimal an. So, Absud reinnehmen. Oh, Mist. Come on, bist doch tot! Mann! Nein, das gibt's doch nicht! Bin ich komplett dumm oder was? Oh, der Kampf war doch schon gewonnen! Oh, das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Der Kampf war doch schon gewonnen! Der Kampf war doch schon gewonnen! Peinlich, peinlich, peinlich! Da war ich wieder zu ungeduldig am Ende! Der Kampf war eigentlich schon gewonnen. Wir hätten auch noch mal Öl drauf machen können am Ende. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, der Kampf war doch schon gewonnen. Mist. Wie viel mehr Schaden machen wir eigentlich durch Donner? Ich habe immer das Gefühl, dass Donner gar nicht so viel macht. Aber wahrscheinlich würden wir dann sonst nur noch weniger Schaden machen. Wir haben sogar zweimal es geschafft, gut unsere Bombe einzusetzen. Plus 30% Angriffskraft. Wirkt aber 30 Sekunden. Ja, ist halt verlängert bei uns. Aber 30% ist eigentlich ziemlich viel. Na? Ach, jetzt läuft sie. Oh. Bestimmt landet es jetzt im Baum, oder? Oh, jetzt geht sie noch weiter weg. Kommt doch wieder her. Mist. Macht halt auch viel Schaden. Ich kann nicht angreifen. Oh, der Kampf geht nicht so gut los wie der letzte.
Come on. Oh, na also. Okay, Runstein, Glyphe. Kavalleriestiefel. Relikt. Ah, und besser. Leichte Rüstung. Rüstung plus 2. Quenzzeilenintensität durch Bohrungsschadenresistenz, Zerschmetternresistenz und Aufschlitzenresistenz. Resistenz gegen Schaden durch Monster ist das einzige bessere. Bei unserem Stiefel der 1000 Blumen, aber ich möchte die nicht ausziehen. Aber ich glaube, wir müssen das machen, weil die neuen sind einfach besser. Was sollen wir machen, Mann? Die neuen sind einfach... Wieso war das Schwert der 1000 Blumen nicht ausgerüstet, hä? Merkwürdig. Egal. Wir haben es geschafft. Nice. Speichern. Sachen noch einsammeln, falls es hier noch mehr gibt. Okay. Scheint nicht so. Kommen wir hier hoch? Nein. Gut, wo gehen wir denn da jetzt hin? Wollen wir mal schauen, ob es hier noch irgendwas Cooles gibt? Wir schauen mal. Wahrscheinlich wurde das auch alles schon geplündert. Und hier haben wir sogar einen nilfgaardischen Soldat. Dann wird es hier wahrscheinlich wirklich nichts weiter geben. Interessant. Ja, na wenn das so ist. Aber das ist doch eigentlich so ein ganz klassisches Gebiet für so ein Quest, wo irgendwo ein Ausrufezeichen ist. Können ja auch nichts looten, ey. Na gut. Ist die Frage, wollen wir jetzt das Fragezeichen hier mal anschauen, wenn wir einmal hier sind? Why not? Wird ein versunkener Schatz sein? Kriegsbeute. Ah, Kriegsbeute. Oh, und da vielleicht ein weiterführendes Quest? Oder haben wir hier Gegner? Da haben wir Gegner. Wie war das Tauchen nochmal? Ich vergesse jedes Mal, wie Tauchen ist. Sehr gut. Schieß, Geralt, schieß! Echt nur zwei? Nice. Okay, das ist... Brauchen wir nicht. Ah, das war noch gar nicht der... Die Kriegsbeute. Das war die Kriegsbeute. Sammel den Kreuz noch ein. Das war mal ein einfaches Fragezeichen. Der Gambeson wird sinnlos sein und das war's dann auch an interessanten Sachen. Halt, Moment, wir können wieder Bolzen ausrüsten. Ach, ich glaube, die haben wir einfach gar nicht ausgerüstet, oder? Nee, das kann ich jetzt nicht tun. Was? Ach, ich glaube, im Wasser kann man keine Bolzen ausrüsten, oder was? Ah, die sind sonst schon ausgerüstet, okay. Gut, dann machen wir direkt das nächste hier drüben. Und dann können wir dieses Quest mal ab... Oh, was sind das? Motorhäute oder wie die heißen? Ist das vielleicht ein Nest? Sehen auf jeden Fall gefährlich aus. Ja, es ist ein Monsternest. Es müssten ja Nekrophagen sein. Kommt mal her. Sehr gut. Ach, die explodieren wohl auch, oder was? Ja, die explodieren auch. Eieiei. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Komm mal her. Ja,
Hornhautnest. Es muss zerstört werden. Schnell! Ah, da kommt mal ein Verschlinger raus. Ah, man kriegt aber davon Schaden. Wie geil ist das denn? So ein Dummi, ey. Komm her. Explodiert er nicht? Oh nein, der explodiert, aber erst... Oh, pff, nein. Oh, das regt mich auf. Der hatte doch quasi keine Energie mehr. Da, oh. Das kann ich ja nicht ahnen, dass er erst explodiert, wenn er nur noch einen Energiepunkt hat. So ärgerlich, so ärgerlich. So peinlich. Ich hab den Kampf doch eigentlich gewonnen. Das sind echt unangenehme Gegner. Ja, das muss ich bestimmt alle nochmal machen. Come on. Ja. Kommt mal alle mit. Lass mich selbst treffen, cool. Sehr geil, schöne Kombi. Drei sind tot, ging relativ schnell. Es muss zerstört werden. Oh, der ist schnell. Weg mit dir. Ja, jetzt den Verschlinger wieder machen, come on, diesmal schaffen wir es. Nice. Okay, jetzt ist er fast tot, come on. Immer noch nicht. Jetzt aber. Oh, er ist gestorben, ohne zu explodieren. Na schön, dass das vorhin nicht geklappt hat. Rostiges Schwert. Auf jeden Fall einige Leichen hier. Moderhautblut, Monsterknochen, Monsterhaut. Wir sammeln mal alles ein. Wir brauchen ja auch noch dieses komische Endriagen-Auge oder was das war. Oder Iniaven oder ach, irgendein merkwürdiges Auge brauchen wir. Oh, weiterführende Quest oder... Notizen eines Händlers. Ich habe mich immer für einen einfachen Händler gehalten. Einen Mann, der hier kauft und dort verkauft und dabei ein wenig Geld verdient. Aber gestern lernte ich, dass ich ein sogenanntes strategisches Risiko darstelle und daher kann ich die Brücke unter redanischer Kontrolle nicht passieren. Wer weiß, was ich in meinem Wagen hätte, sagte der Feldwebel mir. Vielleicht schmuggle ich Waffen, vielleicht habe ich Spionageberichte dabei. Als ich entgegnete, dass sie von meinen Kleidern und meiner Spitze nichts zu befürchten hätten und die einzigen Briefe, die ich bei mir hätte, von meiner lieben Frau wären, schlug der Feldwebel mir mit seinem Handschuh ins Gesicht und befahl mir, ich zitiere, mich zu verpissen, sonst würde ich bald mehr Sterne sehen als so mancher Sternengucker. Wortgewandtheit und gute Manieren scheinen also bei der Ausbildung redanischer Offiziere keine große Rolle zu spielen. Obgleich ich... Ach ja, ja doch, passt schon. Obgleich ich zugeben muss, dass dem Soldaten eine gewisse sprachliche Kreativität nicht abzusprechen war. Sei es drum, das Leben geht weiter. Ich habe ein paar Söldner und einen Führer angeheuert, die mit mir den Fluss an einer Furt unweit der Brücke überqueren sollen. Wenn das geschafft ist, bekommt der gute Feldwebel einen Luftkuss von mir und dann setze ich meinen Weg fort. Leider hat er es nicht geschafft.
Ah, Bärenfell, nice. Aber wir brauchen immer noch dieses Büffelgras. Wir sollten vielleicht in Zukunft die Felle nicht immer direkt verkaufen, wenn wir keine Geldnot haben oder überlastet sind, weil die brauchen wir ja doch für den einen oder anderen Gegenstand, den wir herstellen, brauchen wir ja dann doch mal so ein Fell immer. Also dieses Bärenfell ist nicht das erste Mal, dass wir das brauchen. Hier war sonst nichts, oder? Nope. Da haben wir noch zwei Leichen zu plündern. Asche. Ob wir Asche schon mal benutzt haben, weiß ich nicht, aber es kann natürlich sein, dass das in irgendeinem Trankbombe oder so als beiläufiges Material dabei stand und ich es halt nicht gerafft habe, weil wir davon eh genug haben. Ah, da drüben sind redanische Soldaten, ja. Moment mal, ist das gerade ein Bug? Warum wird mir hier alles gelb angezeigt, ohne dass ich Hexersinne einsetze? Hä? Also ich, Hexersinne sieht so aus, dann zoomt es ein bisschen ran. Und dann müsste man die Sachen markiert sehen. Jetzt keine Hexersinne mehr und da dürften die eigentlich nicht mehr markiert sein. Also scheint irgendein Bug zu sein. Oder, ja, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Seht ihr das? Wird gelb, raus, verschwindet. Verbesserte Dimeterium-Bombe. Haben wir die normale Dimeterium-Bombe schon? Ich glaube nicht. Wasservibe-Absolut. Bei maximaler Vitalität wird der bewirkte Schaden erhöht. Oh, das ist eigentlich ein geiles Absolut, muss ich zugeben. Das könnte man tatsächlich das ein oder andere Mal einsetzen. Die haben halt immer eine extrem lange Wirkdauer, diese Absude. Ja, das setzen wir mal ein. Also das holen wir uns mal. Muss ich nur daran denken, das mal einzusetzen, was ich wahrscheinlich nicht tue. Ja, verbessert Dimeterium-Bombe. Wir haben noch keine normale Dimeterium-Bombe, genauso wie ich es schon gedacht habe. Ich weiß gar nicht, was Dimeterium-Bombe macht. Ich glaube, die verhindert Verwandlungen oder sowas. Drüben ist auch noch ein kaputter Wagen. Nur ein Bombenfass oder Explosivfass. Ach hier, eine Truhe. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Und so schnell sind wir auf der anderen Seite des Krieges, nämlich bei den Redaniern. Vorher waren wir noch bei den Nilfgaardern. Ehre und Heimatland. Scheint sonst nicht viel Interessantes zu geben. Wie kommt denn einfach nur Asche in eine Truhe rein? Jordanischer Offizier. Scheint auf jeden Fall gerade eine kalte Front zu sein, also die kämpfen hier nicht. Wirklich viele Soldaten sind es aber nicht, also wenn da mal die ein oder andere Seite sich dazu entscheiden würde, auf die andere Seite zu gehen, dann würden sie das ja gewinnen. Wobei ein paar Soldaten kommen jetzt doch schon. Wir sind doch gar nicht so weit weg von dem Auftrag. Oh, und hier kommt auch das erste Fußvolk wieder. Wo sind wir denn gerade? Müsste hier, also hier muss doch irgendwo mal ein Wegkreuz kommen. Werde ich nicht. Du willst mir den Daumen zu meinem Besten abschneiden? Bist du verrückt? Come on, Wegkreuz, sag mir, wo ich bin. Ah, da, Ursten. Durch den Krieg sind unzählige Flüchtlinge gezwungen, nach Temerien zu fliehen. Da der Ponta gesperrt ist, haben sich viele von ihnen in Dörfern wie Ursten niedergelassen, die sich in der Nähe von Flussübergängen befinden. Dann rennen wir mal noch schnell zu dem Händler.
Was? Zeigst du mir, was du im An... Oh, der hat aber viel. Kleine Glyphe, die brauchen wir nicht. Er hat gar nichts, was wir brauchen, okay. Möchten wir was verkaufen? Ja, möchten wir schon. Die behalte ich mal noch, die Stiefel der 1000 Blumen. Ich habe mir eh schon überlegt, ob ich dieses Set in meine Truhe packe und gar nicht verkaufe. Das ist mir eigentlich mit am liebsten. Und ja, Felle verkaufe ich erstmal nicht. Fast 3000 Kronen immerhin. Weiß nicht, warum die Frau weint. Vielleicht hat sie jemanden verloren im Krieg. Halt, hier haben wir noch was zum Stärken. Ich glaube, wir sollten mal eine Stunde rasten, um unsere Tränke und Bomben aufzufüllen. Und dann nutzen wir diese Verstärkung hier. Wir können eigentlich auch direkt mal... Ach, es ist nur ein Schleifstein, es ist nichts für unsere Rüstung. Wir können auch direkt mal diesen Absud einsetzen. Bevor wir es vergessen. Wasservibe-Absud, genau, erhöht 50% Schaden bei maximaler Vitalität. Das sollten wir ja ab und zu haben. Und das sollte ziemlich lange halten. Da haben wir jetzt zwar 50% Vergiftung, aber es ist, glaube ich, eine gute Idee, dass immer so am Anfang... Ich würde sagen, wir gehen hier hin und dann gehen wir zum Auftraggeber. Ja, es ist, glaube ich, immer eine gute Idee, dieses Absud einfach am Anfang, nachdem wir gerastet haben, uns komplett aufgefüllt haben, voll Energie haben, dieses Wasservibe-Absud reinzuknallen, weil der nächste Kampf ist dann ja logischerweise so, dass wir den mit voller Energie angehen. Und da machen wir extra Schaden am Anfang, ist doch cool. Und dann strengt man sich vielleicht auch mehr an, dass man keinen Schaden bekommt. Und man heilt sich schneller auf voller Energie wieder. Was ist da drüben? Drei Banditen? Was? Ah, Tatsache. Ich bring dich um. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ihr gehört uns! Ja, wir machen viel Schaden auf jeden Fall. Dabei haben wir noch nicht mal unser Öl eingesetzt, glaube ich. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Das ist aber auch geil. Drei Banditen, die einfach mal hier in der Nähe von den Armeen sind. Vor allem von der da oben. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß, die Folge ist schon etwas länger, aber ich würde mir jetzt trotzdem, weil ich nach der Folge nicht noch eine aufnehmen kann, dieses Fragezeichen noch anschauen und dann diese Folge erst beenden. Dass es in solchen Kriegsgebieten natürlich immer viel einzusammeln gibt, ist klar. Das zieht dann vielleicht auch die Banditen ein. Aber was wollen sie denn hier ausrauben? Es könnten doch einfach normale Leute sein, Plünderer oder wie auch immer. Also es könnten ja einfach Menschen sein, die ich nicht angreifen muss oder die mich nicht angreifen, weil sie halt einfach hier sind, um so ein bisschen Kriegsbeute einzusammeln. Versteckter Schatz. Oh, weiterführendes Quest. Willard, du alter Bastard. Ich weiß, wo du das Geld herkriegst, um deine vielen Schulden abzubezahlen. In Wählen. Manche Dummschwätzer sagen zwar, die Sümpfe wären kein Furz von einer alten Sau wert, aber glaube denen nicht. Kumpel, die können Scheiße nicht von Zucker unterscheiden. Ein Mensch kann da ein Schweinegeld machen und ein Zwerg sogar das Doppelte, das garantiert. Das stand gar nicht da, aber ich hab's trotzdem vorgelesen. Ich verrate dir, wie. Als ich vor einer Woche oder so durch Wählen gekommen bin, sind mir ein paar gut gekleidete Tote aufgefallen, die dort im Wald verstreut lagen. Ihr Hab und Gut unberührt. Flüchtlinge, die vor dem Krieg weglaufen. Und wer zuerst bei ihnen ist, kann sich ihr Zeug unter den Nagel reißen. Verstehst du, Kumpel? Schnapp dir eine Truhe, schwing dich über den Ponta und befreie diese Toten von ihren Ringen, Halsketten und all dem anderen Zeug. Bevor es ein anderer Schlaufuchs tut. Aber vergiss nicht, eine scharfe Axt stets am Gürtel zu tragen, denn Wählen wimmelt von Monstern. Aber sei es drum, es geht um eine gute Sache, deine Taschen zu füllen. Dein ewiger Freund, Krucken. Wie viele Leute wir hier finden, die einfach nur gestorben sind, weil sie solche geilen Ratschläge bekommen haben.
Und ja, dann würde ich sagen... Oh. Nee, das machen wir jetzt nicht noch. Ich wollte sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ach komm, mehr ist der Gegenstand, was soll's. Ja, wir speichern hier nochmal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Jetzt soll es zum Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool. Tschö, tschö.